jeden Tag für mich, sie ist die schönste vom Quartier. Und dann spielt beim Fenster Liebeslieder am Klavier. Tagelang, nächtelang tut sich überlegen, ich kann er an sie hergehen, was sollte er ihr sagen? Er wartet und wartet, bis eine Gelegenheit sich präsentiert. Ein wunderes Mirakel, was leider nie passiert. Und eines Tages hockt sie plötzlich neben ihm im Bus. Sie lächelt ihn an und er macht Kurzschluss, schaut nur noch wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Er möchte sich gern regen, aber er kann nicht bewegen wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Lage ist unverschämt, aber er fühlt sich wie geklemmt wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Fisch kann nicht zum Lachen, er weiß einfach nicht, was machen wie ein Fisch, wo bald nimmer ist. Schieben, aber die Ausrede gehen ihm aus. Und schon steht da ein geschnickelter Berater vor dem Haus. Sie ist gewiss ein Netter und vor es weiss, hat er sich schon zwei Stunden berieseln vom Versicherungsvertreter. Für jeden Fall im Todesfall und immer Lebensfall sollte sich das Kapital vermehren, das ist klarer als Kristall. Er kommt immer noch nicht raus, aber da ist schon der Vertrag. Ihr könnt sie unterschreiben oder haben sie noch eine Frage? Und er schweigt und schaut wieder einmal wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Er möchte sich gern regen, aber er kann nicht bewegen wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Lage ist unverschämt, aber er fühlt sich wie gelähmt und wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Es ist gar nicht zum Lachen, er weiß einfach nicht, was machen wie ein Fisch, wo bald nicht mehr ist. Am Anfang war es schön, sie haben sich gut verstanden. Dann sind sie zusammengezogen, da hat sie darauf bestanden. Doch wenn er seine Ruhe will, dann plappert sie meist. Und ihr Mantra singen geht ihm langsam auf den Geist. Doch er wird sie nicht verletzen und so bleiben sie ein Paar. Und irgendwann stand sie sogar vor einem Altar. Der Pfarrer fragt noch, ob er wirklich ja wird sagen. Es ist seine letzte Chance, aber der wird er gerade verlegen. Und sagt ja. Schaut wieder einmal wie Fisch auf dem Restauranttisch. Er möchte sich gerne regen, aber kann sich nicht bewegen wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Lag ist unverschämt, aber noch fühlt sich wie gelähmt und wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Es ist gar nicht zum Lachen, man weiß einfach nicht, was machen wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Mit einem Schieblet Zitronen und ein Peterli dazu wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Er schaut zwar ein bisschen böse, aber hat sich getrunken wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Wie ein Fisch auf dem Restauranttisch. Wie ein Fisch, wo man nicht mehr ist. Blup, blup.